Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum 1848. Anstoß in der Deutschen Bank Arena, nein, im Deutschen Bank Park, so heißt er richtig, ist am Sonntag um 17.30 Uhr. Kartensituation hier in Bochum war relativ schnell geklärt. 1.300 Tickets gab es rund für uns und die waren auch in Windeseile weg, womit wir dann bei der Statistik wären. Bisher gab es die Partie zwischen der Eintracht und dem VfL 68 Mal, 61 Mal in der Bundesliga, 4 Mal in der zweiten Liga und 3 Mal im DFB-Pokal. Die Bilanz aus Bochumer Sicht, 25 Siege, 15 Unentschieden, 28 Niederlagen. Die Bilanz in Frankfurt ist ausbaufähig bei 35 Spielen. 5 Siege, 7 Unentschieden und den Rest, den kann sich jeder selber errechnen, da gab es keine Punkte. Das Hinspiel endete 2:0 nach den Toren von Danny Blum und Sebastian Polter. Das letzte Spiel in Frankfurt war ein DFB-Pokalspiel in der zweiten Runde, 2013 war das. Da ging es 2:0 für die Eintracht aus. Beim Bereich ehemaligen Management, Danny Blum habe ich gerade schon erwähnt, ehemals Frankfurter Spieler, ebenso wie Heiko Butscher, unser U19-Coach. Physio Mike Liesbrock war auch schon mal in Frankfurts Diensten und auch der Mann, der neben mir auf dem Podium sitzt, Cheftrainer Thomas Reis. Auf der Gegenseite haben wir Christoph Preuß, den Teammanager der Eintracht, der schon mal für den VfL tätig war. Und die erste Frage, wie immer an den Chefcoach, geht in Richtung Personal. Auf meinem Zettel sind ein paar Namen mehr als in den vergangenen Wochen. Simon Zoller ist zwar wieder im Mannschaftstraining, dürfte aber noch keine Option sein, gehe ich mal von aus. Das ist richtig. Gut, Christian Gamboa, 5. Gelbe, fällt aus. Dazu hatten wir dann noch die Corona-Fälle Luis Hartwig und Maxim Leitsch. Und da sind jetzt leider noch 2 hinzugekommen, unter anderem einen, der auch schon muskulär vorher beansprucht war. Genau, erstmal schönen guten Tag. Bei Danilo Soares hat leider auch der Virus zugeschlagen. Wäre auch fraglich gewesen, ob er aufgrund der muskulären Situation hätte spielen können. Aber so hat sich das komplett erledigt und leider auch bei Bruno Esser hat sich das auch bestätigt, sodass er auch infektiös ist. Und bei Jürgen Lokadia, Gott sei Dank, hat das Training komplett absolviert, wird definitiv auch im Kader für Frankfurt stehen. Okay, damit liegt der Ball bei euch. Fragen bitte, virtuelle Hand und dann kann es losgehen. Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten macht den Anfang. Ja, hallo. 3 Änderungen stehen ja dann mindestens in der Abwehr an. Inwieweit könnte das möglicherweise die zuletzt vorhandene Stabilität beeinflussen oder sind Sie da optimistisch, dass die 3 Kandidaten, die dann ins Team rücken, das genauso solide lösen wie alle anderen zuvor? Also wenn ich jetzt nicht optimistisch wäre, dann bräuchte ich gar nicht hinfahren. Ich meine, das sind alles Jungs, die schon gespielt haben. Natürlich ist es ja, was Besonderes, wenn du erstmal 3 Positionen ersetzen musst, aber ich habe da absolutes Vertrauen. Die Jungs kennen sich, sind alle Spieler, die gerne von Anfang an immer spielen möchten. Wir haben ja gesagt, Kader, Enge, da wiederhole ich mich ja und jetzt haben sie die Möglichkeit zu spielen und ich bin ja auch guter Dinge, sodass sie vielleicht auch ein bisschen frischen Wind reinbringen. Anne von Eickels vom WDR. Der Sieg war total wichtig am vergangenen Wochenende für euch, Thomas. Wie siehst du diese Situation da rund um euch vor diesem Spiel in Frankfurt? Aus der Tabelle, aber auch so von der Stimmung her. Ja, einerseits sehe ich sie gut, andererseits ist es natürlich auch ein bisschen eine Gefahr, weil jeder sagt, ja, das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel, dass du gewonnen hast. Ja, man wird ja auch damit konfrontiert, ja, das könnte ja schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung gewesen sein. Auch das ist richtig und gleichzeitig ist es die Gefahr, dass man dann sagt, oh, jetzt mache ich mal einen Schritt weniger, ja, weil dann wirst du ein blaues Wunder erleben. Wir wollen weiterhin Punkte sammeln, wir stehen gut da, wir haben eine riesen Ausgangsposition, wir haben ein sehr, sehr gutes Polster, das sollte einfach Selbstvertrauen geben, Selbstbewusstsein geben, aber keine Überheblichkeit. Und wenn wir das hinbekommen, dann ja, werden wir ein tolles Spiel in Frankfurt gegen eine ganz, ganz tolle Mannschaft erleben. Das haben wir jetzt auch, oder ich persönlich, vor dem Fernseher verfolgen dürfen gegen Sevilla. Das zeigt, was die Eintracht eigentlich für ein Potenzial hat. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall wach sein. Und wie sie genau auftreten werden, in welcher Formation, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil natürlich dann auch ein sehr, sehr schweres Rückspiel gegen Sevilla ansteht. Günther Pohl, Radio Bochum. Ja, Thomas, 4 Leute in der Viererkette, 3 fallen aus. Bedeutet das, dass neben Bela Kotschap die Spieler Mazovic, Stavlidis und Bockhorn spielen werden? Oder gibt es noch andere Alternativen? Das wäre natürlich vielleicht gedanklich und von der Position her ja, die Spieler, die wahrscheinlich auch in Frage kommen. Ja, wir haben trotzdem mit Vasi noch jemand,
der auch noch reinspringen könnte, da hätte man 4 neue Spieler. Und wir schauen uns das an und das ist so, wie es ist. Wir sind nicht die einzige Mannschaft, die so ein bisschen damit gebeutelt sind. Uns hat es jetzt auch halt mit 2 Stammspielern definitiv getroffen von der Kette. Einer leider mit der 5. gelben Karte. Aber das wird uns vielleicht auch eine gewisse Stärke geben, um in Frankfurt dann auch trotzdem selbstbewusst aufzutreten. Und noch eine Anschlussfrage. Wie geht es den betroffenen Spielern? Und besteht die Möglichkeit, dass du im Heimspiel gegen Mönchengladbach nach Freitestung wieder mit ihnen planen kannst? Ja, das müssen wir natürlich abwarten. Der ein oder andere hat ein bisschen Symptome gezeigt. Aber man wird ja auch immer gefragt, wie die Testungen bei uns ablaufen. Also hätten wir jetzt keine Testungen gehabt oder uns danach gehalten, dann hätten wir auch nicht Danilo Soares und auf einmal Bruno Esser noch dazu bekommen. Also wir gehen da ganz bewusst und ganz sauber damit um. Es wird so sein, dass vielleicht Leitschi und Bruno Esser eventuell zurückkommen könnten, aber da muss man dann auch schauen. Also im Moment geht es ihnen eigentlich soweit ganz gut. Bei Danilo muss man halt die Zeit abwarten und wann er sich definitiv freitesten kann. Aber ich denke, für das Gladbach-Spiel könnte es dann auch noch eng werden. Aber zumindest kann er sich jetzt von seiner muskulären Situation erholen. Philipp Rentsch. Ja, jetzt haben wir viel über die Defensive gesprochen. Sprechen wir nochmal über die Offensive und stelle eine meiner Lieblingsfragen. Wie schaut es aktuell bei Danny Blum aus? Nicht im Hinblick auf den Kader, sondern im Hinblick möglicherweise auf die Startformation. Ja, da sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Letzte Woche habe ich die Frage so ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich sagen. Nein, Danny macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ich habe ja auch, wir wissen ja, und ich habe es ja schon 1000-mal betont, was für eine Qualität er hat. Und es würde meiner Meinung nach auch nichts dagegen sprechen, ihn mal von Anfang an zu bringen, weil er hat im Training Vollgas gegeben, er hat auch das, was man von ihm fordert, sehr, sehr gut umgesetzt. Wir wissen auch, dass es für 90 Minuten definitiv nicht reichen würde. Da kommt es immer darauf an, wie fordert uns der Gegner, und ich denke, dass Frankfurt uns sehr, sehr stark fordern würde und wird. Aber gedanklich spielt Danny auch in meinen Gedanken eine große Rolle. Ja. Und könnte sein, dass er vielleicht auch gegen seinen alten Verein spielen kann. Anne van Eickels. So, für mich ist die Eintracht so ein bisschen die Wundertüte im Moment. Die haben, glaube ich, 4 Heimspiele jetzt in Folge nicht gewonnen, aber dieses Megaspiel dann in Sevilla gezeigt. Du hast selbst gesagt, die haben gezeigt, was sie können. Wie schätzt du die Eintracht im Moment ein? Das ist ja die große Schwierigkeit, weil in der Liga haben sie schon ein bisschen unbeständige Ergebnisse, aber sie haben trotzdem gegen Hertha bravourös 4-1 gewonnen. Wir schauen uns natürlich auch an, was unserer Meinung nach vielleicht Hertha nicht so gut gemacht hat, warum Frankfurt 4-1 gewonnen hat. Aber nochmal, das ist eine Mannschaft, die individuelle Klasse hat, ohne Ende. Und das haben sie definitiv bisher in der Euroleague bravourös gezeigt, eigentlich in jedem Spiel. In der Bundesliga ist es noch sehr wechselhaft, aber wenn du sie spielen lässt, wenn sie einmal in den Flow reinkommen, dann haben sie absolut die Qualität. Aber ich freue mich einfach, gegen solche Mannschaften auch zu spielen. Wenn vor der Saison auch da einer gesagt hätte, Mensch, ihr seid 2 Punkte zu dem Zeitpunkt hinten dran, auch da wären, glaube ich, nicht viele Wetten auf uns gegangen. Und von dem her ist es eine tolle Gelegenheit, gegen einen guten Gegner auch mal auswärts sich vielleicht mal richtig zu behaupten. Weitere Fragen eurerseits? Günter Pohl. Thomas, da Locadia ja jetzt erst wieder trainiert hat und in den Kader kommt, beantwortet sich dann auch die Frage, dass Polter von Anfang an spielt. Ist das korrekt? Das könnte so korrekt sein, aber nicht, weil Jürgen jetzt erst nur eine richtige Mannschaftseinheit mitgemacht hat, sondern weil meiner Meinung nach Poldi in den letzten Spielen sehr, sehr viel investiert hat und uns dadurch geholfen hat, ein gutes Pressing aufzuziehen, Gegner auch unter Druck zu setzen. Und von der Seite her finde ich, dass er es auch verdient hat, von Anfang an zu spielen. Ich bin froh, dass ich mit Jürgen auf jeden Fall eine weitere Alternative habe, sodass auch der Konkurrenzkampf da wieder sehr, sehr hoch ist. Und je nach Spielverlauf, je nach Art, was der Gegner aufbietet, dann kannst du dementsprechend auch personell sehr, sehr gut nachlegen. Und das ist wichtig, weil, wie gesagt, auf den Außenbahnen oder sprich auf den Außenverteidigerpositionen ist es im Moment ein bisschen schwieriger nachzulegen dann für dieses Spiel.
Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Thomas, wenn dir von der Viererkette drei wegbrechen, die ja auch so nicht zusammen eingespielt sind, ändert das in deiner taktischen Ausrichtung, in deinem Verhalten, was komplett bezogen auf die ganze Mannschaft? Weil das ist ja doch ein Brett, wenn Aufsteiger zwei Außenverteidiger und einen Innenverteidiger ersetzen muss mit Spielern, die wenig Spielpraxis haben und die ja Teil herausragende Leistungen zuletzt gebracht haben. Musst du dir da auch Gedanken machen, wie die ganze Mannschaft defensiv auftritt? Ja, natürlich macht man sich da Gedanken, weil es ist ja nicht ohne, wenn der hintere Bereich dir komplett wegbricht, dann ist die Frage, wie baust du das Mittelfeld auf? Welche Stabilität kannst du im Mittelfeld dann dem Gegner gegenüberstellen, um vielleicht ein bisschen Druck von der Abwehr dann zu nehmen? Also du musst wieder als gesamte Einheit funktionieren. Aber das ist ja auch das Schöne an unseren Aufgaben, dass manchmal nichts vorhersehbar ist. Aber ich bin absolut davon überzeugt. Also Staffi hat jetzt auch ein paar Mal gespielt. Er hat ja mehr auf der rechten Seite gespielt, als Gembo mal einen Durchhänger hatte oder verletzt war. Jetzt ist es so, dass Danilo ausfällt. Auch da hat Staffi schon gezeigt, dass er mehr als eine Alternative ist. Herbie hat ein bisschen jetzt länger teilweise auch nicht im Kader gestanden. Die Gründe habe ich mit ihm versucht zu analysieren, auch schon im Vorfeld, also nicht nur wegen diesem Spiel. Und Ehren hat eine tolle Vorrunde gespielt und hat sich ja auch nichts zu Schulden kommen lassen, sondern einfach dem geschuldet, dass wir mit Maxim Leitsch und Amel Bella-Kotschap auch nochmal zwei richtige Qualitätsspieler haben und wo halt Ehren ein bisschen ins zweite Glied gerückt ist. Aber absolutes Vertrauen und wir werden alles versuchen und egal, wer vielleicht bis morgen noch ausfallen könnte, ich gehe jetzt erstmal nicht von aus, völlig egal, wir werden alles versuchen, dort erfolgreich zu sein. Anne van Eickels. Ich habe es gerade noch mal gecheckt, wenn ich richtig gecheckt habe, Thomas, war die Eintracht deine erste Profistation, ist das so? Das ist richtig, ja. Was hast du denn da so mitgenommen jetzt für dein Trainerleben, für dein Spielerleben anschließend aus Frankfurt? Also für mein Trainerleben wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich diesen Beruf mal ausüben werde und möchte. Also wenn das einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, nein, definitiv nicht. Jetzt ist es so. Ich habe viele, viele Trainer erlebt, in 3 Jahren launische Diva. Das war zu dem Zeitpunkt so, wenn du in 3 Jahren 5 Trainer hast, zeigt es auch, dass es da immer sehr, sehr unruhig war, obwohl es auch erfolgreiche Zeiten war für mich als Spieler. Trotz allem sehr lehrreich, mit tollen Spielern zusammengespielt, ob es Uwe Bein war, ob es Anthony Yeboah war, Uli Stein im Tor. Alle waren schon Hochkaräter, wo du als junger Spieler einfach durch musstest. Und auch von den Trainertypen, ich habe es immer wieder betont, wenn du mit Jupp Heynckes, da war ich der junge Spieler, der mich dann im Krankenhaus besucht hatte, obwohl ich noch nie trainiert habe. Und das sind alles so Dinge, die man für sein weiteres Leben dann mitnimmt. Und und ich gewisse Dinge auch in meinem Trainerleben dann versuche umzusetzen, ohne dass ich irgendeinen kopiere. Es waren ich war 5 Jahre da, 2 Jahre Jugend und 3 Jahre als Lizenzspieler mehr bei den Amateuren gespielt. Aber es waren, wenn ich gespielt habe, Bundesliga, waren es tolle Erlebnisse mit tollen Spielern, mit tollen Charakteren. Und im Endeffekt habe ich ja dann den Weg dann nach Bochum gefunden, der ja auch nicht so schlecht war. Günter Pohl. Thomas, weil wir gerade bei der Vergangenheit waren, Jürgen Grabowski ist heute die Nachricht gekommen, dass der verstorben ist, der ja eine Ikone der Eintracht war und auch des deutschen Fußballs. Hast du ihn mal irgendwann persönlich kennengelernt oder getroffen? Nein, leider nicht. Ich habe die Nachricht auch erst, vorhin erfahren. Ist natürlich immer sehr, sehr schade, wenn Menschen von uns gehen, aber nicht nur in Frankfurt mit einer Ikone, sondern wir wissen ja auch, was gerade in der Ukraine passiert. Auch das ist sehr, sehr brutal, wo manche Dinge dann vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund rücken. Natürlich als Spieler, als Ikone der Eintracht schon ein Verlust für diesen Verein. Und ich denke, dass er auch gebührend geehrt wird. Und leider habe ich ihn nicht persönlich so groß kennengelernt. Dafür war ich einfach noch zu jung und nicht zu lange da. Aber man ist natürlich schon, auch wenn ich eine andere Generation bin, war natürlich schon ein Begriff für die Eintracht. Danke. Gibt es weitere Fragen von eurer Seite aus? Sehe aktuell keine Handzeichen mehr. Dann bedanke ich mich fürs Interesse. Den oder diejenigen, die nach Frankfurt reisen, werden wir dann ja am Sonntag begegnen. Bis dahin, schönes Wochenende und am Sonntag
Anstoß im Deutsche Bank Park, Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum, 17:30 Uhr.